Logisches Say-Ho! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir jagen heute Geister in Phasmophobia. Oh nein. Es ist The Bite of Ace. guck mal, mein Charakter ist so unter Ah, wir haben direkt ein Walkie-Talkie. B zum Reden. Brr, over. Der Geist redet mit uns. Der Geist sagt brr, over. Warte, kann ich auch eins nehmen? Elina, over. Warum müssen wir das um 5 Uhr morgens eigentlich machen? Ja, beide die beste Zeit zum Aufstehen. Bro hat Kamera. Was ist das, Ring? Leute, hier ist schon. Ich messe gerade hier die Temperatur. Oh, hier ist ein Hund. Und eine Katze. Oh. Können wir die Tür nicht zumachen? Es zieht, die Temperatur droppt. Warum klingt das so trash? Weil das ein Walkie-Talkie ist. Brechen wir jetzt hier einfach ein, oder? Digga, Average Talker Moment. Flo, bitte leuchte nicht mit der UV-Lampe übers Bett, bitte. Warum hast du etwa in die Hose gemacht? Hier ist ein Toyota Prius. Nein, nicht der Toyota Prius. Scheiß mal auf Geister, kriegen wir den geklaut? Digga, das ist übel creepy, der hat keine Kennzeichen. Glaubt ihr, der Mann, bei dem wir hier eingebrochen sind, ist ein Verbrecher? Lass mal die Reifen klauen. Okay, Leute. Die sind Amateure. Ich weiß genau, was ich tue. Habt ihr es gehört? Flo ist tot. Flo ist tot. Flo steht vor mir! Elina, komm zurück! Könnt ihr alleine aufgeben? Wir haben noch nicht genug Aufrufe! Wenn wir abgeben, verkacken wir wieder! Bro hat miese Magen-Darm-Probleme. Hier ist Ultra hoch! Hier ist Ultra hoch! Mit dem Geistmeter. Digga, okay, ich hab... Der Typ in der Badewanne. Der hat fertig gekackert. Ich glaube, das Geheimnis ist vielleicht... Vielleicht müssen wir die Tür schließen, dass die Tür zu ist. Jetzt! Er kommt! Oh mein Gott! Mach Beweis, wir müssen in irgendeine. Ich hab die Kamera draußen, aber ich weiß nicht, ob die aufnimmt. Oh, fünf! Maximum. Nee, er ist grad drin. Warte, ich mach Tür zu. Nimmt er gerade ein Bad? Oh, hier, bei mir. Ausschlag. Flo, du hast Ausschlag. Logo, lebst du noch, Over? Ey, Over, ich hab grad ein bisschen in der Einstellung gelesen, Over. Ah, wir brauchen eigentlich nur entkomme dem Geist während einer Jagd. Wir müssen eigentlich nur noch entkommen. Oh, wir gehen Richtung 59 Fahrenheit. Oh nein, wir haben 59 Fahrenheit unterschritten. Es ist kalt. Ja, das heißt der Geist, wir müssen ihm nur noch bei der Jagd entkommen. Wir müssen seinen Namen sagen. Wie hieß der alte Mann nochmal? Gregory Smith. Die Tür ist zu. Das ist ein Badezimmer. Die Tür ist geschlossen. Oh mein Gott. Kriegen wir ein Fenster auf? Flo tot? Over, ja, ich glaube, warum ist die Haustür verschlossen? Also, ehrlich, es gibt nicht nochmal Leg Day, Alter. Elina? Ah! Ah! Nein! Was zum Nita? Hey, Flo, bist du auch hier im Geisterreich? Elina fährt. Oh nein! Wir wurden totgelassen. Na. Es war ein Oni, ich hatte recht! Ich hab's gewusst! Ernsthaft? Es war wirklich ein Oni. Bro, das Haus war ja wirklich hart, verdammt. Wer hat denn leere Regale, Alter? Ey, yo, ich nehme ein paar Kaffeetassen mit, over. Yo, Coach, wollen wir Kreatino mitnehmen? Ich mach mir kurz einen Shake in der Küche, over. Yo, Tasse, mach mir mal Shake jetzt. Ey, warte, hier ist es warm, hier ist 20 Grad. Alter. Können wir hier mal irgendwo das Licht einschalten? Digga, was ist mit der Waschmaschine los, Alter? Die sieht ja anders abgeranzt aus. Ey, Alter, warum bist du so hinten? Der kannst du vielleicht keine bessere leisten, weil er hier einen Grundstückspreis von 1000 Quadratmeter gezahlt hat. Ich lese ihm erstmal Gas ab. Hey, Leute, geh noch nach oben. Jo, gehst nach oben, over? Alter, was ist denn das? Boah, die Treppe knarzt, aber... Ey, Olina, alles cool bei dir, over? Jojo, alles best. Oh mein Gott, da liegt ein Handy. Warte mal, das nehme ich safe mit. Digga, was hat denn der für ein dickes Gaming-Setup, Alter? Ah, ja, ein Mann mit Kultur. Der liest das Gartenheft. Was habe ich mir eingeschmissen? Eine Ibu? Ne Kneifzange! Ihr Schmiss, Alter! Ja, die hab ich mir aus der Hose gefallen, die wollte ich mitnehmen! Die zahlen einfach nicht genug! Hä, wer macht hier Musik? Das ist gar nicht gut, wenn die Elektronik rumspielt, heißt das. Was schreist denn du hier so rum? Ich schrei nicht.
Ja, aber hier ist überall normal. Ey, Gregory! Er heißt Kenny mittlerweile! Ach so, ey, Kenny! Junge! Was suchst denn du die kleine Hütte hier im Alter? Der Quadratmeterpreis ist... Kalt, hier ist kalt. Hier ist eine Gabel geflogen. Kalt. Ja, hier ist kalt, weil der seine Stromrechnung nicht bezahlt hat. Junge, der hat nicht mal Teller im Schrank. Gucke dich das doch mal an. Gibt's hier Stromkasten? Die Kackhütte ist ja richtig billig. Ey, Leute, over. Hört ihr mich? Der Geist ist dort. Geh raus. Junge, ich habe hier gerade Einsatz in vier Wänden. Ich versuche, die Stromleitung zu fixen. Ey, Leute, over. Ich höre hier was im Keller, over. Help me. Ich brauche einen Schraubendreher hier unten, damit ich das Licht wieder einschalten kann, Mann. Ach, du bist gerade tot. Geh doch raus auf die Maus. Ja, aber Junge, wenn ich den Strom in die Schränke kriege, Junge, dann habe ich doch als Elektriker versagt, Mann. Ey, over, was ist los da oben? Wozu brauchst du eine Schraubzange, mein Lieber? Ich will den Stromkasten unten fixen. Irgendwo geladen. Ey, scheiße, ja, Hauptmission ist, den Kasten zu fixieren. Oh. Der Geist jagt. Oh mein Gott. Oh Gott. Nein. Helena didn't know you were chill like that. Ich wollte doch nur den Stromkasten fixen. Scheiß drauf. Okay, machen wir jetzt nochmal Edgefield Road oder Ridge? Mach es doch hier, Ridgeview Court. Hm? Rein da. Janice Dyer. Janice? Reagiert auf Einzelpersonen. Junge, was sind das für Dio hier? Junge, die haben zwei Autos. Was ist das für eine Marke? Mann, ich guck, das ist Ich glaub, das ist auch Mitsubishi. Das ist ein VW Touran. Hat er eine Anhängekupplung? Warte, ich guck. Leute, könnt ihr wieder nach der Temperatur gucken? Ja, warte, wir gucken kurz, ob wir hier noch einsteigen, Knack machen und das Auto mitnehmen. Leute, der Fernseher spielt verrückt und hier ist Licht. Du sollst checken, ob das Ding eine Anhängerkupplung hat. Ist es ein Benziner oder ein Diesel? Ist wichtig für den Kunden, da rufe ich jetzt noch ihn an. Als Maul, Fernseher ist ja putz. Ich höre auf zu jedem, du. Ich ruf kurz einen Techniker an, Jungs. Was denn hier? Mann, der zeigt das Störsignal. Da steckt doch mal das HDMI-Kabel ein aus, Mann. Junge, so ein Van kauft doch keiner. So ein Family-Sitan hier. Was ist das? Selina, oder? Was ist das? Ey, yo, Elina, spielst du Musik, over? Ich packe die Takis aus und alle stellen sich dumm. Es ist der Takis, Geist, wir müssen laufen. Junge, was ist denn das hier, eine Mercedes-B-Klasse? Wurde hier irgendwie so ein komisches Ding im Keller, bitte komm runter. Komm, over. Komisches Ding im Keller? Nein. Geht da nicht rein. Warte. So jetzt. Ist es ein Bannkreis? Hast du hier noch ein Feuerzeug? Hat jemand ein Feuerzeug? Dann können wir es anzünden. Ich schieße auf Plankort drauf. Wir haben kein Feuerzeug. Wir finden einmal was Gutes und können es nicht nutzen. Over. Wahrscheinlich brauchen wir ein Feuerzeug. Wir können ja mal bei Nachbars klingeln. Wie spät haben wir es denn? Vielleicht gucken die noch irgendwie Navy CIS um die Uhrzeit. Ey, ist gerade null. Yo, Flo, was geht? Over. Ich hab einen Laptop. Nimm den mit. Vielleicht ist es kein Geist. Vielleicht ist es ein Dämon oder sowas. Also einer hat geschrieben... Meistens ist es ein Phantom, wenn es dieses Ding da gibt. Ey, Flo, wo bist denn du, over? Im Van. Im Van? Guck mal, ob du noch ein Feuerzeug irgendwo findest. Noch was? Feuerzeug! Ihr habt noch eine ganze Schachtel Palmal und ich brauch mal eins. Ich guck auch schon alle Schränke durch. Die haben auch nichts in Schränken. Vielleicht wohnen hier irgendwelche, weiß ich nicht, Totenbeschwörer oder so. Leute, komm mal auf den Rückweg noch bei Meckes lang. Ihr habt noch einen Gutschein. Habt ihr irgendwelche Beweise? Ich hab gar nichts. Nee, gar nichts. Warum muss es denn hier auch immer dunkel sein? Over, Leute, die Sicherung ist gesprungen, over. Leute, ist Stromausfall, oder? Kalte Temperatur. Ja, es ist, weil der Heizung ausfällt. Das ist eine verdammte Wärmepumpe, die hat schon wieder Geist auf ihm. Nein, nicht die Katze. Ist der Katze, ist die Ey, Lina, ich hab meine Lesebrille vergessen. Ich kann nicht sehen, welchen Sicherungsdings rausgeknallt hat. Hier ist am kältesten gewesen, genau hier. Und hier wurde auch die Gabel runtergekickt und das Bild. Ich sag ehrlich, ja, ich hab hier eine Kamera, wir sind die schlechtesten Geisterjäger-Hunter ever. Wir haben ein verdammtes Thermometer, was du dir in die Küche stellst. Ein paar Taschenlampen.
Wie soll denn der Geist hier rauskommen? Das Einzige, was wir hier gemacht haben, wir haben den Stromsicherungskasten ein bisschen wieder gefehlt. Die sind gut und günstig, Geisterjäger. Ich sehe ihn, ich habe ihn gesehen. Der war gerade in die Kamera. Oh, ich glaube, Flo hat's dahin gerafft. Ey, yo, Geist, was hältst du hiervon? Ich packe die Takis aus und alle drehen sich um. Ich hab Flo gefunden, der ist mausetot. Oh nein, nein, der Geist jagt. Oh, wir haben Flo. Gar nicht, warum schon wieder ich? Warum schon wieder ich? Nein! Nein! Ich war so kurz vor der Tür! Ich will anmerken, dass ich angefangen habe, in der Geisterbox den Taki-Song zu zitieren. Und auf einmal kam der Geist. Ich glaube, das ist der Beweis fürs Übernatürliche. Mal Licht anmachen hier überall. Stromkosten hochtreiben. Überraschung! Hier ruft irgendjemand auf dem Handy an. Deine Mom ist gerade auf Kurzwahl. Logo? Nosferatu. Ey, Geis, wenn du mich hören kannst. Hallo! Und die gelben Säcke, können sie nicht mehr so abstellen, haben wir uns verstanden? In dem Raum, wo das Handy gebimmelt hat, da ist jetzt Gefriertemperatur gewesen. Nee, sorry, war gelogen. Es war nicht eindeutig unter... Das ist gut, aber war Celsius oder Fahrenheit? Check mal, Keller. Celsius, es war so ganz klar. Kannst du es mir nochmal in Fahrenheit ansagen? Ich kann Celsius nicht. Fahrenheit 32. Kannst du es mir nochmal in Celsius ansagen? Ja. Ich verstehe die Umrechnung nicht. Ey, Geist, du dummer Langweiler, komm mal raus. Ich packe die Takis aus und alle drehen sich um. Ich habe einfach alles fotografiert, so für so Immobilien-Scout, wenn du das Haus verkaufst. Oder auf Meeren, das sind so kleine Orbs. Junge, das sind Straßenlaternen! Oh mein Gott, das ist, wenn du hier rausguckst! Wir sind aber unterm Gefrierpunkt, also können wir doch schon einloggen, was es ist. Gefrierpunkt nimmt es doch schon stark zurück. Was nochmal? Dadurch, dass wir schon Gefriertemperatur haben, haben wir schon mal die Hälfte gekillt. Elina, überlebst du noch? Ey, Elina, alles gut bei dir? Die Tür ist zu, die Tür ist zu! Ich glaube, es ist ein Revenant. Dämon? Nee, es war nicht so schnell. Vielleicht Dämon, ein Dämon. Ahoy, Revenant oder Shade? Es war ein Revenant. Ja. Elina, denkst du, ich bin Noob oder was? Ach du Scheiße, ist das gruselig hier. Junge, der hat eine Öllampe vorne. Leute, der hat ein ganzes Kürbisfeld hier hinten. Das ist der Kürbisgeist und er jagt nur Melonen. Nein, Leute, ich glaube, Flo sollte ganz schnell von hier verdüften. Hat einer von euch schon den Dachboden gefunden? Negativ. Hab ihn, aber die Stimmung ist im Keller. Warum? Ich glaube, ich muss mal richtig deftig, aber ich hab mir unten das Klo angeguckt. Junge, das Klo ist ja richtig zugeschüttelt. Genau das, was ich gesagt habe. Achtung, der Geister Durchfall. Leute, die Zeit im Van läuft rückwärts. Gott, Flo, hör auf, die Toiletten zu inspizieren. Das ist auch voll geschüsselt. Digga, ich sag ehrlich, ich glaube, das Haus hier, das hat keine Geister. Das Klo ist das hauptsächliche Problem. Oh mein Gott, es ist Gibbidi Toilet. Nein. Sag den Namen nicht vom Geist. Okay, ich hol die Geisterbox raus. Skibbidi Toilet, kannst du mich hören? Checke niemals um 3 Uhr nachts mit dem UV-Licht das Klo. Geh niemals 3 Uhr nachts in die Klo-Dimension. Klo-Echse verfolgt mich. Elina, EMF steckt aus. Hörst mich noch? EMF. Oh mein Gott, hier hat's mich dahin gejocht. Ja, es hätte Jurai sein. Ah, Mist. Naja. Okay, Leute, sie reagiert auch wieder auf Einzelpersonen. Patricia Martinez, El Muerto. Hier wohnt angeblich jemand mit einer Glatze, die verflucht ist. Das kann gar nicht sein, weil er hat hier nämlich Zeug im Schrank für Long Hair. Das war's für Flo. Flo, guck mal hier. Das ist die neueste Ausgabe. Yo, ist das? Was ist das? Das ist ein Knochen! Ich hab hier einen Kopf. Soll ich den mitnehmen oder soll ich den einfach fotografieren? 6 oder V8. Flo, verdammt, komm mal raus aus dem Magazin, hier ist ein Knochen. Soll ich ein Foto machen oder den fotografieren? Foto machen oder mitnehmen? Ich nehm's auf. Hier, warte. Warte mal, ich seh Sachen.
Ihr blinken Sachen. Muss man zum Augenarzt, wenn du Kammer, wenn du so Flimmern hast. Flo, hörst du uns? Ja, ja, over. Wir haben unten in dem Raum einen Orb. Du hast einen Orb? Ja, ja, in dem Raum und da bewegt sich was auf der Kamera. Ja, es bleibt dieser eine Orb, der da rumfliegt im Raum. Kannst du mal die Kamera, die eine, wieder aufstellen? Die schreibt rein ins Buch, Warte, sie hat ins Buch geschrieben? Dann haben wir alle drei Beweise. Dann ist das ein Revenant. Dann kannst du noch der Revenant sein. Das kann nur der Revenant sein. Ja, guck dir das so komische Zockenring mal. 100 pro. Mach ein Foto. Hab ich? Drei! Was ist passiert, wo ich drei Sterne! Sterne. 100 pro Revenant. Okay, dann los geht's! Es war der Revenant! Digga, nur $16 für die Fotos! Na dann, wir können ja nochmal ins Erste, da wo wir kläglich gescheitert sind. Mit wem jepp ich denn hier die ganze Zeit? Hier ist ein Ouija-Board! Hier ist ein Ouija-Board! Los, alle draufdrücken, oder? Ey, Ouija-Board! Ouija-Board. Wann kommt mal wieder bei Kaufland Duplo in der Werbung für Euro? Kommt sie überhaupt nochmal in der Werbung? Stell mal eine richtige Frage, wie alt der ist Guys. Oder so. Nee, das... Wo bist du? M? Malboro? Wir sind alle nicht mitgekommen, Main Bathroom. Geist! Oder? Tod! Lunge auf! Tod! Geist, wie viele Rentenpunkte hast du? Verstecken spielen! Junge, was? Oh, es ist kaputt gegangen. Ich höre ihn, er kommt. Verstecken, verstecken, verstecken. Hilfe! Oh, es waren die Twins. Boah, ich hatte es eigentlich, weil ich habe die beiden anderen ausgeschlossen. Chad hatte bei mir recht, dass es Zwillinge sind. Leute, ich sitze hier im Van und ich esse erstmal was, sag ehrlich. Was sollen hier fotografiert werden? Hier. Das da, das ist die Spüle, weil der hat die angemacht. Okay, aus dem Bild. Habt ihr hier, soll ich hier die Kamera aufstellen? Ich stell mal auf. Wo willst du ein Foto machen? Hier, von der Tür. Ja. Naja, scheint nicht auf Spritbox zu reagieren hier, oder? Ich zeig euch mal, wie ist man das Ausschluss? Wirklich macht. Geist, wenn du hier bist, drop mal bitte eine Tierlist für dein Lieblings-McDonalds-Ding. Geist, drop mal einen Freestyle auf diesen krassen. Aber wir haben doch schon zwei Sachen, oder? Wir haben EMF5 und Ultraviolett. Das heißt, wir sind schon auf 4 runter. Geist, bist du im Keller? Ich glaube, wenn der Fingerabdruck im Klo ist, dann ist das safe ein Klo-Geist. Die Sicherung ist raus, Leute. Wo ist denn hier der Kasten? Ne, hier geht die Sicherung noch. Komisch, die Sicherung ist nur im Keller tot. Giggity gaggity go, mimi long name go. Der Ghost ist packing, Alter. Ey, yo, geh mal einen Schritt nach rechts. Ne, in den Raum zurück. Guck mal die Tür an. Stück nach rechts. Ja, da, perfekt. Stück zurück. Mach mal die Tür zu. Mach mal die Tür zu. Ein bisschen nach rechts. Mittiger in den Raum. Ein bisschen nach vorne. Noch ein Stück. Er muss aufstehen. Aufstehen, nicht sneaken. Was klimpert denn hier so? Warte, mach mal doch mal einer die hat verdammte Gabel mit! Wo ist denn die Gabel? Es ist der Gabelgeist. Ich höre Stimmen. Jagd. Ich wusste nicht mehr, wo ich noch hin soll. So eine Scheiße. Ich hatte recht. Es war Gorio. Ich hatte recht. Es war nicht Opa. Ich hatte recht.